Temperaturen steigen an. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Aber das war's. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Ich registriere. Jetzt, wo wir wieder hier sind, sollten wir nach Infos über Elias Wasser suchen. Vielleicht finden wir ja in Ihrem Büro etwas. Lebenserhaltung ist stabil. Temperaturen steigen an. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Kritische Temperaturen registriert. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Temperaturen registriert. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Ich glaube, das ist Elias Büro. Die Luft ist rein. Sie können loslegen. Versuchen Sie, die Tür zu öffnen. Wer hätte das gedacht? Verschlossen. Ein Scan müsste Ihnen weiterhelfen können, Pathfinder. Und dann? Deine Karten sind gut versteckt. Wenn du mich umbringst, kommst du nie wieder aus dieser Hölle raus. Dann bringe ich dich eben gleich hier um. Habe ich dir nicht gerade gesagt, dass ich deine Karten habe? Dein Ticket von diesem Planeten? Wie kann man nur so dämlich sein? Das sind Wassertürme. Die gesamte Versorgung der Kolonie hängt von Enea ab. Ich habe den Code für die Bürotür. Thank you.
Wir sind drin. Sehen wir zu, dass wir wieder weg sind, bevor Ania hier reinschneit. Ein unterirdischer See. Daher stammt also ihr Wasser. Okay, ich hab den Nav-Punkt. Verschwinden wir von hier. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Okay, dann wollen wir... Oh-oh.
scharf. Kerne sind sicher. Wir haben eine große Gefahr gemeistert, Ryder. Danke. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Aus dem Weg! Was ist das? Die Analyse besagt, dass es sich um einen Reliktschlund handelt. Die Einheimischen sagen Wurm dazu. Nicht feindselig und unempfindlich gegen Waffen. Ich rate dennoch dazu, Abstand zu halten. Gut zu wissen. Ein Müllhaufen von Gesetzlosen. Sie wollen ihn bestimmt verteidigen. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Wie kann das hier einem Scan entgangen sein?
Ich frage mich, was die Reliktschöpfer hiermit vorhatten. Sie enttäuschen mich, Pathfinder. Ich dachte, ich könnte Ihnen vertrauen. Ich habe Sie in meinem Zuhause willkommen geheißen. Und Sie vergelten mir meine Freundlichkeit, indem Sie mich bestehlen. Hey, ich habe überhaupt nichts gestohlen. Jeder einzelne Tropfen Wasser ist noch genau da, wo ich ihn vorgefunden habe. Sie können gerne nachzählen. Was sind wir doch schlagfertig. Wissen Sie, warum ich das alles mache? Mein Bruder hatte versucht, Ihren Leuten zu helfen, als sie zum ersten Mal hierher kamen. Er hat ihnen gezeigt, wo sie Unterschlupf finden. Er hat ihnen gestattet, sich kostenlos aus unseren Wassertanks zu bedienen. Und er wurde für seine Freundlichkeit getötet. Ich werde nicht so töricht wie Asker sein. Das ist schrecklich. Sie haben mein Mitgefühl. Sie können Ihr Mitgefühl behalten. Ich habe keine Verwendung dafür. Diese Plünderer respektieren niemanden. Weder mich noch Sie. Aber Sie haben Respekt vor diesem Planeten. Solange Sie mich brauchen, um zu überleben, befolgen Sie meine Regeln. Sie wollen, dass ich vergesse, was ich gesehen habe? Ja, behalten Sie es für sich. Gestatten Sie mir, mich und mein Zuhause so zu beschützen, wie ich es für richtig halte. Indem Sie das hier geheim halten, verhindern Sie, dass sich irgendjemand hier wirklich ein Zuhause aufbauen kann. Ich habe Ihren Kroganern erlaubt zu bleiben. Genau das ist das Problem. Niemand sollte Ihre Erlaubnis brauchen. Erwarten Sie etwa, dass ich einfach untätig zusehe, wie Sie alles zerstören, was ich aufgebaut habe? Das wird nicht geschehen. Ich werde Sie mit allen Mitteln bekämpfen. Es ist noch nicht vorbei. Schnappt sie euch! Tötet sie, wenn ihr könnt! Wir sollten die Initiative informieren. Wir können hier wirklich etwas bewegen. Sam? Wie Sie wünschen, Pathfinder. Ich habe die Informationen an den Nexus weitergeleitet. Dann hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich.
Schön, Sie zu sehen, Pathfinder. Direktor Addison und Stationsleiterin Cash haben mir die Leitung über unsere Operationen hier übertragen. Mit ein wenig Glück werden wir in diesem Handelsposten schon bald einige Veränderungen sehen. Wie geht es hier jetzt weiter, nun da Enea weg ist? Ich gehe Eneas Bücher durch und leite alles, was ich finde, an die Nexus weiter. Unser Plan sieht vor, diesen Ort als Handelsposten zu erhalten und die kroganische Kolonie zu unterstützen. Irgendwann können wir ihn dann vielleicht als Basis nutzen, um die Bergbauoperation der Nexus auf Eladen auszuweiten. Wie verfahren Sie hinsichtlich der Wasserversorgung auf Eladen? Das Wasser, das Sie entdeckt haben, wird gerecht verteilt. Wenn die Leute hierher kommen, können Sie sich sicher sein, dass Sie so viel Wasser erhalten, wie Sie benötigen. Unabhängig davon, wer Sie sind. Selbst die Plünderer? Ja, selbst Sie. Sie wurden darüber informiert, dass jeglicher Missbrauch dieses Privilegs dazu führen kann, dass es Ihnen entzogen wird. Und im Moment sieht es so aus, als hätten Sie das verstanden. Ist soweit alles in Ordnung? Sind Sie auf Widerstand gestoßen? Oder kam es zu Gewalt? Wir haben genügend Wachen und Soldaten, um jeglichen gewaltsamen Widerstand niederzuschlagen. Und im Moment scheint das zu genügen. Vielleicht können wir die Bewohner dieses Planeten ja irgendwann wieder eingliedern. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Ich wünsche Ihnen alles Gute.